Osman Chankaya, die Saison 23-24 ist beendet. Die Clubfrauen verabschieden sich nach einem Jahr in der Erstklassigkeit wieder in die zweite Liga. Wie schmerzhaft ist der Abstieg? Ja, wie schmerzhaft ein Abstieg sein kann. Ich glaube, am Ende ist es so, dass wir sagen würden, dass auf so einem Weg und gerade mit so einem langfristig gedachten Projekt, dass man das immer einkalkulieren muss, dass man einen Schritt weiter zurückgehen muss, um dann wieder einen neuen Anlauf zu nehmen. Aber Abstiege sind, glaube ich, nichts, wenn das an uns spurlos vorbeigeht. Dementsprechend tut das schon weh, schöpft aber nochmal Motivation und Mut dann für die kommende Saison. Ist dadurch das Projekt Frauenfußball beim FCN etwas gefährdet? Nee, ist es nicht, weil es ein klares Commitment von der Vereinsführung gibt. Es gibt ein klares Commitment ebenfalls vom Aufsichtsrat und auch von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich dem Ganzen angeschlossen haben, über eine Saison hinweg für diese Mannschaft gearbeitet haben. Wir dadurch auch zeigen konnten, welche tollen Momente wir kreieren können für Verein und Stadt. Und final jetzt auch mit dem Statement des Vereins um diese professionellen Strukturen herum, die man 1:1 so beibehalten möchte, ist dieses Projekt definitiv nicht gefährdet. Du hast gerade schon die tollen Momente in der Bundesliga-Saison angesprochen, die es mit Sicherheit gibt. Trotz des Abstiegs, wie blickst du auf diese Saison zurück? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die du daraus ziehen kannst? Ja, facettenreich. Weil ich glaube, dass gerade in Verbindung mit einer Bundesliga-Saison sehr, sehr viele lehrreiche Momente da sind. Ich glaube aber für die gesamte Organisation, nicht nur ausschließlich für den Sport, sondern ebenfalls für die Kolleginnen und Kollegen, die rund um den Sport drumherum arbeiten. Es war sehr interessant zu sehen, wie es andere Vereine machen, wie sie es angehen. Aber es war auch sehr, sehr interessant zu sehen, dass wenn wir jetzt final mit 3 Punkten Abstand uns aus der Bundesliga für ein Jahr verabschieden, ein Jahr Bundesliga-Pause einlegen. Es ist sehr interessant zu sehen, dass man mit seinem eigenen Weg, mit dem Weg, den wir gesetzt haben als 1. FC Nürnberg, gar nicht so weit weg sein muss. Du sprichst den Weg eben an, der war ja, dass man mit einer jungen Mannschaft in die Bundesliga-Saison reingeht. Hat dem Team letztlich da vielleicht auch etwas Erfahrung dann gefehlt, um den Abstieg verhindern zu können? Ja, schon auch, klar. Es sind alles Faktoren, die man natürlich einkalkulieren muss. Der allerwichtigste Punkt ist eben jene Faktoren, wir nennen sie immer X-Faktoren, die uns eben unbekannten Faktoren, wir müssen schauen, dass wir die so gering wie möglich halten. Und im Idealfall weißt du schon vorher, was eventuell nicht klappen könnte oder nicht klappen würde, damit du dann am Ende eine Exit-Strategie oder eine Lösung dafür hast. Uns war es auch klar, dass es ein gewisses Risiko ist. Uns war es aber auch klar, dass all diese Spieler dann ebenfalls Verträge für ein darauffolgendes Jahr haben und wir einfach Entwicklungszeit brauchen. Und wenn man das dann vergleicht mit anderen etablierten Bundesligisten, dann sieht man auch, dass alle nochmal diesen Rückschritt gehen mussten. Und da wird es auch um uns nicht anders, oder wir werden nicht da herumkommen, sodass wir eben diesen Schritt jetzt anscheinend auch gehen müssen. Deshalb glaube ich, dass es eher kein Risiko war, sondern eine bewusste Entscheidung, diesen Weg so weiterzugehen, ebenfalls mit einer jungen Mannschaft. Was war vielleicht dein persönliches Highlight in dieser Saison, in der Bundesliga-Saison? Boah, so Highlight kann ich ganz schwer fassen immer, wenn man dann immer schon an das nächste Spiel oder an die nächsten Aufgaben denkt. Ich glaube, so ein mannschaftliches Highlight, was auch uns berührt hat, war mit Sicherheit das Unentschieden gegen Bayern München im eigenen Stadion. Ich fand aber trotz der Niederlage das erste Bundesligaspiel auch seit 20 Jahren in Nürnberg auch wieder toll. Das erste Bundesligaspiel im Max-Morlock-Stadion. Fand aber auch, dass wir einen sehr, sehr tollen Abschluss mit den Fans gemeinsam genießen konnten. Aber solche Spiele wie zum Beispiel in Köln, die brauche ich jetzt für meinen Nerven nicht nochmal. Aber war mit Sicherheit auch ein Highlight, womit wir in der Erinnerung bleiben werden. Zum Abschluss gab es nochmal einen Sieg gegen den MSV Duisburg. Es gab einige Vereinsrekorde, die aufgestellt wurden. Die meisten Siege, meisten Punkte, meisten Tore in der Bundesliga. War es unterm Strich am Ende trotzdem eine gute Saison? Ja, also das sind sehr, sehr viele individuelle Fakten oder sogenannte Hard Facts für uns, die für eine Saisonanalyse einfach nicht zureichend oder ausreichend sind. Da gibt es schon andere Themen, die wir benchmarken müssen, um einen Vergleich zu ziehen, ob wir die Saison gut fanden oder schlecht fanden. Wenn du jetzt anschaust, sagst du, du bist mit 3 Punkten Abstand aus der Bundesliga abgestiegen, hättest du das Heimspiel gegen den 1. FC Köln gewonnen, dann wärst du in der Liga geblieben.
Aber wir müssen da schon ein bisschen detaillierter in die Analyse gehen. Da bin ich kein Bauchmensch und würde mich gerne auf eine größere Analyse verlassen, um ein Fazit zu ziehen. Was man definitiv sagen kann, es war in allen Belangen eine tolle und lehrreiche Zeit in der Bundesliga, bei der wir jetzt, wie eben schon gesagt, ein Jahr pausieren werden. Du persönlich hast deinen Vertrag auch nochmal verlängert, hast damit Kontinuität auf deiner Position hergestellt. Was war am Ende für dich ausschlaggebend, dass du beim Club geblieben bist? Ja, das waren einige Faktoren. Es gab jetzt nicht diesen einen entscheidenden Faktor, aber ich hatte sehr, sehr gute Gespräche mit den Vorständen zu diesem Zeitpunkt, die auch ihre Philosophie bzw. ihre Idee da gespiegelt haben wollten, die mir auch zusichern konnten, dass die Ernsthaftigkeit des Vereins mit dem Frauenfußball gegeben ist. Ich konnte so ein bisschen meine Idee dem Ganzen pitchen, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, im Gesamten zu sehen, und zwar beidseitig zu sehen, dass es ein Vorteil für Verein und für Mannschaft sein kann, eben diese Strukturen und Rahmenbedingungen beizubehalten, das war ein Commitment, was ich benötigt habe, um den nächsten Step oder meine Arbeit einfach hier weiter fortführen zu können. Es folgt jetzt für die neue Saison ein kleinerer personeller Umbruch. Einige Spielerinnen verlassen den Verein. Wie beeinflusst das jetzt die Kaderplanung für dich? Ja, ist schon ein Faktor, der aber auch von uns so gewünscht war, weil Umbruch klingt ja zunächst mal einmal sehr, sehr negativ behaftet, sehr negativ belastend, aber wir haben klare Messwerte und klare Richtwerte, die wir von Jahr zu Jahr anpassen, je nach Positionsprofil. Und wenn es Spielerinnen gibt, die einen auslaufenden Vertrag haben und die diese neuen Richtwerte und neuen Maßstäbe, die wir intern in unserer Kaderplanung setzen, nicht erreichen, dann muss man sich mit den Spielerinnen unterhalten und sagen, hey, pass auf, die Mannschaft entwickelt sich sehr schnell weiter. Wir haben aktuell das Gefühl, dass du in diesem Tempo nicht mitgehen kannst und dementsprechend für mehr Spielzeit dir vielleicht empfehlen würden, einfach eine neue Herausforderung zu suchen. Das ist ja nichts, von der man jetzt sagen muss, dass das schlimm ist, beziehungsweise dass das jetzt etwas ist, was man nicht jede Saison neu durchdenken muss. Wir müssen unsere Richtwerte, unsere Benchmarks jedes Mal neu anpassen, um einfach bei diesem Konkurrenzkampf weiter nach vorne zu gehen. Und das ist auch das, wo wir Entwicklung messen und wo es für uns auch messbar wird. Dementsprechend kommen neue Spielerinnen jetzt dazu, die eben diese Richtwerte erreichen bzw. das Potenzial haben, da sogar noch drüber zu gehen. Deshalb ist es etwas, was für uns eigentlich in dieser Fluktuation eigentlich ein gewohnter Umgang ist in einer Sommertransferphase. Wie geht man jetzt in die neue Zweitligasaison rein? Ist da der Aufstieg direkt das Ziel? Es gibt ja einige namhafte Konkurrenten dann auch noch um dieses Ziel. Ja, das wäre jetzt total lächerlich, wenn ich jetzt hier ein Understatement reinlegen würde. Aber es gibt einfach gewisse Faktoren, die ebenfalls entscheiden werden können. Wir müssen uns natürlich im Spielstil ein wenig anpassen, weil wir dann jetzt deutlich mehr Ballbesitz generieren werden. Wir müssen schauen, dass wir mit dieser Favoritenrolle, die wir dann in der Liga haben, auch gerecht werden können. Das sind alles Themen, die wir sowohl im internen Kreis der Mannschaft bearbeiten, aber auch mit unserer Sportpsychologin besprechen. Aber unser klares Ziel muss es sein, den Club so schnell es geht einfach in die Bundesliga zu führen. Und da werden wir auch nächstes Jahr alles dafür tun. Du hast den Spielstil eben angesprochen, der sich dann jetzt auch ändern wird vermutlich, dadurch, dass man eben als Absteiger der Favorit in vielen Spielen ist. Tiefstehende Gegner, mehr eigener Ballbesitz, wird es der Mannschaft erstmal schwer fallen oder wie glaubst du, dass es sich verhalten wird nächstes Jahr? Naja, du brauchst ja schon eine Art von Umstellungsphase und Umstellungszeit, deshalb sind die Testspielgegner auch sehr, sehr wichtig. Nichtsdestotrotz, es ist ja kein Spielstil, der uns unbekannt ist. Wir haben klare Leitplanken dem Trainerinnen und Trainerteam gesetzt, indem wir einfach sagen, okay, das ist die Art und Weise, wie wir die Spielerinnen auf dem Platz sehen möchten. Und wir haben es aber nicht geschafft, das permanent in der Bundesliga genauso durchzuziehen, weil einfach zu diesem Zeitpunkt noch vielleicht der Abstand zu den Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, zu hoch war. Aber es ist uns kein unbekannter Spielstil. Den hatten wir auch die vergangenen Jahre in der zweiten Bundesliga so geführt. Und die Spielerinnen und die Mannschaft wurde auch nach diesem Credo, nach diesen Leitplanken
für jede Position zusammengestellt. Deshalb könnte es sein, dass es am Anfang vielleicht ein bisschen anders wird. Aber der Spielstil wird deshalb nicht komplett neu, sondern der wird einfach nochmal ein bisschen ausgeprägter und detaillierter gelebt, als es in der Bundesliga möglich war, weil wir sehr, sehr viele Spielphasen hatten, in denen wir selber kaum Ballbesitz generieren konnten. Blicken wir mal auf dich persönlich. Du bist seit dieser Saison nur noch sportlicher Leiter, sonst warst du noch Trainer dazu. Ist dir schwer gefallen, diesen Job jetzt, auch rückwirkend auf die Saison betrachtet, diesen Job abzugeben? Kein bisschen, weil ich habe mich in meiner ganzen Zeit immer nie als Trainer gesehen. Ich bin ein Mensch, der wahnsinnig seine Stärken auslebt. Und das erwarte ich aber auch von all den Spielerinnen, dass sie sich ihren Stärken bewusst sind und all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und versuchen eventuell eben diese erkannten Schwächen dann ein Stück weit vielleicht durch anderes Personal dann zu ergänzen bzw. zu optimieren. Und da wusste ich schon immer, wo meine Stärken sind. Ich habe es gern gemacht. Ich hatte gern sehr, sehr viel Kontakt zur Mannschaft und Zeit mit der Mannschaft verbracht. Aber es war nichts, was ich die Saison vermisst habe, im Gegenteil. Wie groß ist jetzt für dich auch dann die Vorfreude auf die neue Saison dann schon? Sehr groß, weil mit der neuen Saison dann auch mal neue Spielerinnen kommen. Man freut sich darauf, die Spielerinnen, die man jetzt über mehrere Monate, Jahre teilweise gescoutet und begleitet hat, jetzt in der eigenen Mannschaft zu haben, die Entwicklung jetzt begleiten zu dürfen. Man freut sich darauf, dass vielleicht noch mal sehr, sehr positive neue Energie mit reinkommt, neue Charaktere noch mit dabei sind. Und wenn alle gemeinsam dann eine Zielsetzung bekommen, gemeinsam am Ziel arbeiten, dann ist es auch immer sehr schön zu sehen, wie sich diese Mannschaftsdynamik entwickelt. Deshalb ist die Vorfreude jetzt nicht nur bei mir, sondern im ganzen oder im gesamten Team sehr, sehr groß. Dann freuen wir uns auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison. Vielen Dank, Osman. Gerne.